Einen wunderschönen guten Abend. Dankeschön. Einen wunderschönen guten Abend, liebes Fernsehpublikum zu Hause. Willkommen, liebes Publikum, hier im Headquarter der Saleva, dass wir kurzerhand in ein Fernsehstudio umfunktioniert haben für diesen großen Jahresrückblick 2014. Wir freuen uns schon sehr auf all das, was heute Abend passiert. Wir haben wunderbare Gäste hier, die auf unserer Gästebank Platz nehmen. Alles Menschen, die das Jahr mitgeprägt haben und die uns zu interessanten Details dieses Jahres etwas erzählen können. Ich freue mich schon sehr darauf. Aus der Geschichte zu lernen ist ja auch ein großes Thema in diesem Jahr gewesen, denn es war das Jahr der Erinnerung. Wir haben es im Einspieler ganz am Anfang gesehen, wegen vieler Ereignisse, die sich gejährt haben. Eines davon ist natürlich der Erste Weltkrieg. Und da hat sich ein Südtiroler auf den Weg gemacht, einen wunderbaren Film daraus zu machen. Die Tränen der 6. Dolomiten, ein Film über die Dolomitenfront. So hat der Film ungefähr ausgesehen. Die Soldaten sind hungrig. Das ist der Nachschub für die Front. Der Geist, schlaf mir ein. Halt dich fest, Franz, verzieh nicht rauf. Dir wird eigentlich alle vor Stand gerecht, alle. Hätten wir sie totschießen sollen, wie Hasen. Wer tut die Ette in dir? Feuer! Und ihre Kirche? Ich habe den Transport der Verwundeten und der Toten gesehen, aber... Tränen des 6. Dolomiten, große Geschichte in große Bilder gepackt. Der Filmemacher, der Produzent und Regisseur, er ist heute Abend unter uns. Er ist ein großer Ästhet und ich würde sagen, er ist ein Mann an der Grenze. Er ist aus Winnebach und er ist einer, der in den letzten Jahren sehr oft an seine eigenen Grenzen gegangen ist, durch den großen Aufwand, die viele Arbeit, die hinter so einer Spielfilmproduktion steckt. Applaudieren Sie jetzt Hubert Schönecker. Hubert Schönecker, haben Sie denn einen familiären Bezug zum Ersten Weltkrieg? Gibt es da eine Geschichte, die Sie familiär motiviert hat, dran zu bleiben am Thema? Ja, auf alle Fälle. Mein Großvater selber war direkt an der Dolomitenfront, hat mir natürlich als Kind einiges erzählt. Das war für mich selber sehr faszinierend natürlich. Nicht deshalb den Grund, natürlich einen Film zu drehen, sondern einfach die Geschichte kennenzulernen. Ich glaube, mir selber als Südtiroler ist es sehr wichtig, auch die Geschichte vom Ersten Weltkrieg hier gerade in den 6. Dolomiten richtig kennenzulernen. Wie haben Sie sich dem Thema angenähert? Wie lange haben Sie daran gearbeitet, recherchiert? Also der Beginn an sich hat vier Jahre lang gedauert von den Recherchen. Wirklich, wir haben versucht, mit hochkarätigen Fachleuten zu sprechen, darüber zu recherchieren auch. Es war nicht ganz einfach für mich. Ich selber natürlich kannte die ganzen Uniformen nicht zum Beispiel. Ich kannte die ganzen Gewehre und so weiter. Das war für mich Neuland. Musste das selber erst kennenlernen. War für mich als Filmemacher in dem Sinn natürlich ganz eine große Herausforderung. Also schon allein die Ausstattung, die richtige zu treffen für einen Spielfilm, die sollte ja historisch und authentisch sein. Wir haben ein paar Bilder vorbereitet, die uns einen kurzen Einblick gewähren hinter die Kulissen. Vielleicht kommentieren Sie diese Bilder selbst kurz. Was sehen wir da? Ja, in erster Linie, hier sind wir gerade bei den drei Zinnen. Wie es vorhin war, natürlich... Ich glaube, einen Film über den Ersten Weltkrieg, gerade in den 6. Dolomiten, das darf ohne Schnee überhaupt nicht passieren. Hier sollte natürlich auf das ganz großen Wert gelegt werden, weil gerade ich glaube, von meiner Seite her, der große Sieger ist nicht der Mensch. Hier ist es auf alle Fälle die Natur gewesen. Aber diese Schneemassen, das stelle ich mir unheimlich schwierig vor. Wie sind Sie da vorgegangen? Mussten Sie zunächst Schnee schaufeln, um überhaupt die Drehorte bespielbar zu machen? Genau,
weiter unten im Tal, da war es nicht so problematisch. Weiter oben natürlich ging es ohne Hubschrauber nicht, was für mich eine ganz große Herausforderung war, vor allem aus finanziellen Grund, weil ich natürlich ganz ein knappes Budget hatte, einen Film in dieser Größenordnung zu drehen. Knappes Budget heißt bei einem Film in dieser Größenordnung? Also hier, wir haben einen Gastschauspieler gehabt, Gideon Burkhardt und Christiane Filangeri auch. Er selber kann auch bestätigen, er hat ja einen großen Hollywood-Blockbuster mitgespielt, hat gesagt, normalerweise ist es gar nicht möglich, einen Film mit dem Budget von 500.000 Euro wirklich in dieser Größenordnung umzusetzen. Wir haben hier 134 Minuten praktisch fürs Kino entwickelt, nicht nur fürs Fernsehen. Wir haben die Unterstützung von Rai Cinema bekommen. Wir haben auch die Unterstützung von der BLS Südtirol bekommen und einigen Sponsoren. Und natürlich habe ich privat selber viel investiert. Wie aufwendig war die Postproduktion? Die Postproduktion, auch ein sehr heikles Thema. Mein Team war mit 8 bis 10 Personen besetzt. Normalerweise sind am Set von 40 aufwärts. Also ich kann das nur jetzt bestätigen, gerade im James-Bond-Film, eben der in Novadilich zurzeit gedreht wird. Hier sind 400 Leute am Set. Natürlich mit ganz großem Budget. Das wäre für mich ein Traum gewesen, aber das natürlich haben wir als Erstlingswerk gar nicht schaffen können. Nun, heuer läuft der Film ausschließlich in den Kinos. Ab 2015 soll er dann auch in den verschiedenen Fernsehsendern anlaufen. Erhoffen Sie sich da nochmal einen finanziellen Rückfluss? Ja, in den Kinos natürlich ist es sehr schwierig. In erster Linie als Erstlingswerk bekommt man relativ wenig Verleiher. Das heißt, man produziert in erster Linie einen Film, hofft natürlich, dass die Verleiher darauf aufspringen, aber ich habe das selber erlebt. Also egal in Deutschland, Österreich oder Italien vor allem, es ist sehr schwierig, einen Kinofilm da reinzubringen. Wir haben es trotzdem geschafft. Wir haben nur beispielsweise hier in Südtirol, wenn ich sage Kinos Südtirol und dann nur Lienz, haben wir 10.000 Kinobesucher gehabt. Das ist für mich sicher eine große Bestätigung. Der Kinofilm läuft zurzeit in Österreich, nicht überall, immer privat weiterentwickelt und eben in Norditalien. Und jetzt in Deutschland sind wir eben mit gewissen Personen in Verhandlung. Ich würde sagen, 10.000 Besucher für einen Südtiroler Spielfilm, der in den Kinos läuft, ich sollte uns einen Applaus wert sein. Was nehmen Sie für sich persönlich mit aus dieser Erfahrung? Haben Sie Blut geleckt? Werden Sie weitermachen? Ja, auf alle Fälle werde ich weitermachen. Natürlich bin ich involviert. Ich bin ja Südtiroler. Ich versuche auch hier, weil ich ja selber weiß, dass es Filmförderstellen gibt. Ich versuche selber hier Geld wieder zusammenzubekommen. Möchte da auch ein bisschen appellieren, dass natürlich nicht nur der Ausländer oder vielfach der Ausländer großteils mehrfach unterstützt wird. Hier sollte wirklich auch der Südtiroler akzeptiert werden, weil ich glaube, wir sind in der Lage, einen guten Film zu produzieren. Wir sind auch in der Lage, wir haben fähige Leute in Südtirol, wir haben wirklich gute Kameraleute, gute Regisseure und so weiter. Also ich habe da alles schon gesehen, man muss nur daran glauben und ich glaube, das sollte in gewisser Hinsicht ein bisschen mehr von Südtirol auch unterstützt werden. Also es hilft nicht, der Prophet im eigenen Land, der kann es nicht und gilt nichts. Das lasse ich sicher nicht gelten. Ich denke, ein eindeutiger Appell an die Kulturförderer, privat oder öffentlich in diesem Land. Verraten Sie uns vielleicht, worüber Sie nachdenken, was Sie so im Betto haben thematisch? Oder wollen Sie noch gar nicht drüber reden? Nein, auf alle Fälle, das sollte ja immer ein Geheimnis bleiben. Das ist auch immer so, was man in Zukunft macht und so weiter. Das versuche ich jetzt noch. Gut, dann hüten wir das Geheimnis an dieser Stelle und werden nicht mehr darüber sprechen. Jedenfalls, wir gratulieren Ihnen zu diesem großen Erfolg, zum ersten Spielfilm Erster Weltkrieg, ein großes Thema in große Bilder gepackt. Vielen Dank, dass Sie da sind. Hubert Schönegger. Ja, großes Kino, große Gefühle. Allerdings das, was Hubert Schönegger in seinem Film dargestellt hat, ist natürlich nicht nur Film, sondern eben auch Geschichte. Deswegen haben wir heute Abend auch eine Historikerin eingeladen. Herzlich willkommen, Martha Verdorfer.